Ja, hallo. Heute möchte ich gerne über ein Thema sprechen, das ja vielleicht einige psychisch erkrankte Menschen an den Tag legen oder sich mit der Zeit sich angeeignet haben. Ja, die sogenannte Fassade oder die sogenannte heile Weltfassade. Dass auch besonders gerade depressive Menschen sich nach außen hin sich anders präsentieren, als wie sie wirklich empfinden. Ja, das mag unter anderem vielleicht daran liegen, weil sie das vielleicht selbst nicht unbedingt wahrhaben wollen oder können, wie es wirklich in ihnen aussieht und das halt nach außen hin überspielen möchten und sich dann halt besonders extravagant zeigen und überglücklichsten Menschen sind und auch vielleicht die lustigsten Menschen sind, die mit denen man immer über etwas lachen kann oder so und ja, oder es vielleicht auch die Menschen sind, die die Hoffnung darin sehen, dass wenn sie sich so extrem nach außen hin präsentieren, dass sie auch eines Tages so wirklich auch empfinden, dass es ihnen auch wirklich auch so ergeht, dass sie damit ihre Depressionen so bekämpfen können. Und andererseits gibt es vielleicht auch die Menschen, die sich unbedingt Gesellschaft fügen wollen, sich anpassen wollen und so sein wollen wie der Rest der Welt, funktionieren wollen. Und ja, letzteres ist der Punkt, der mich persönlich betrifft. Denn ich bin da ein komplett anderer Mensch, wenn ich die Haustür verlasse. Vorher, wenn ich mich aus dem Bett quäle und mich auf den Weg zur Arbeit mache, dann bin ich schon extrem antriebslos und mache mir Gedanken, überstehst du den Tag, packst du das? Und ja, aber sobald man die Haustür verlässt, dann funktioniert man irgendwie einfach und der Körper funktioniert unabhängig von den Gedanken, der macht sich quasi da selbstständig, weil es auch irgendwo die Gewohnheit ist, die einen dazu treibt und einen funktionieren lässt. Ja, dass man bei uns zur Arbeit geht und dann auf der Arbeit ist, den Stress drumherum halt hat, abgelenkt ist. Andererseits auch positiv abgelenkt ist, weil man da sich halt wenig Gedanken machen kann, grübeln kann, natürlich über sein Leben und aber andererseits, wenn ich dann wieder auf dem Weg nach Hause mache, da fängt man dann schon an zu grübeln, weil man genau weiß, wie es bei mir der Fall ist, wenn man nach Hause kommt, dann bleibt einem nichts und weil so wie es bei mir ist, man lebt und funktioniert nur für die Arbeit von morgens bis abends und wenn man abends zu Hause ist, dann bleibt einem nichts, außer die Einsamkeit, die einen dann einholt. Und so ist es dann halt auch im Endeffekt. Man kommt dann nach Hause und man fällt dann quasi in ein tiefes Loch. Und ja, man kann es eigentlich so beschreiben. Man läuft im High-Speed-Modus auf den Abgrund zu und im Freifall fällt man dann. Und ja, der High-Speed-Modus, aber der Arbeitstag muss funktionieren, man hat den Stress, aber abends ist der freie Fall. Und in dem Moment werden dann halt natürlich die Dämonen in einem wieder am lautesten und die halbe Weltfassade, die man sich da angeeignet hat, um zu funktionieren, die zerreißt. Und man verliert da komplett jegliche Kontrolle. Weil da auch im Endeffekt die einzige Kontrolle, die man da hat, die Fassade war. Ne? Die wird einem in dem Moment auch komplett genommen. Und weil die Person, die dahinter ist, man selbst nicht mehr kennt, weil der Dämon in einem die komplett zerstört hat. Und ja, wo man halt nie wollte, dass sie zum Vorschein kommt und aber man da keine Kraft mehr hat, da irgendwas zu tun und man wird da komplett übermannt und
Fall, was ich eigentlich mit diesem Video sagen wollte, dass ja, Depression einfach keine Gesichter kennt. Dass niemand davor geschützt ist, niemand davor bewahrt ist, dass es jeden treffen kann. Egal wie alt, egal woher man kommt, egal welches Geschlecht. Das ist halt das Fatale. Man sieht es niemanden an. Man kann sich davor leider nicht schützen. Und mir ist es wichtig, weil es heutzutage in der Gesellschaft halt immer noch nicht wirklich anerkannt wird, ernst genommen wird, immer noch gesagt wird, ach komm, stell dich nicht so an und reiß dich mal zusammen. Es ist eine Krankheit, der man letztendlich auch unterliegen kann. Und das war mir jetzt wichtig noch zu erwähnen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.